Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Und ja, wir haben in der letzten Folge noch den Wartungsschlüssel aufgehoben. Und wir müssen nochmal zurück zum Pool. Und das werden wir machen. Beim Pool, da gibt es wohl noch einen Raum, den ich übersehen habe. Wo war der Garten? Im zweiten Stock? Genau. Ja, im zweiten war das, oder? Ja. Nee, im ersten, Mann. Genau, ich bin da blöd. Sorry. Ja, also einmal runter, bitte. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Da ist eine Jackkasche. Aber wir müssen ja auch durch den Aufenthaltsraum. Und dann hier wieder durch. Da steht auf dem Schlüssel irgendwas mit Pool. Ja. Gleich für die Pumpe? Genau. Stimmt für die Pumpe. Genau. Und jetzt bestimmt hier das letzte Band drin. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen, weil dann würde man nämlich weiterkommen. Wunderbar. Das hat er sich so gedacht. Jetzt gleich. So, Leute. Wir müssen dahin. Oder? Ja. Aber... Nee, Quatsch, der Tresor war wieder am zweiten. Ja. Sorry. Das heißt, wir müssen in das andere Treppenhaus. Eine hoch, bitte. Hier kommen wir auch lang. Sind zu weit, sorry.
So. Waren das hier? Zweiundneunzig. Zweiundneunzig, 45, 71. Schade, dass ich hier nichts sehe. Ach, ich kann ja auch drehen. So, das blutige Arbeit mit der 2-0, da kommt ganz nach oben. So, dann das markierte Armband. So, ja, das habe ich so. Dann muss man das dann wahrscheinlich so drehen, dass man die Zahl lesen kann. 92. 45 und die 71 war das, glaube ich. Dankeschön. So, und jetzt wird es richtig lustig. So weit sind wir noch gar nicht. So. So müsste richtig sein. Nee, nicht ganz. Jetzt muss ich das hier an dem Ding auch machen. Hallo. Ich will hier oben was machen. Ich will das doch hier oben einstellen. Warum? Hä?
Aber warum reagiert denn der, wenn ich hier oben was? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. 6 auf die 8. Hä? Nicht funktioniert. Nutze also für die neuen Symbole. Das ist ja echt komisch. Was falsch gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 9. Ach, jetzt habe ich was vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 9, 5, 8, 7. Habe ich die 5 vergessen? Okay. Gut. Jetzt kommen wir runter in den Raum, hoch in den Raum, meine ich. Ich speichere nochmal eben. Wunderbar, ich freue mich voll gerade. Spätestens das, ich muss 19 Uhr noch einkaufen fahren. Schaffen wir locker. Ja, tut mir leid, dass ich mit Komplettlösung spiele, aber ich bin nicht so gut in Rätseln. Ja. Und ich finde gut, dass das Spiel Rätsel hat, das gehört dazu. Aber sowas mache ich dann immer gerne mit Komplettlösungen. Und ja, also es ist so, wie es ist, Leute. Aber es versaut mir ja jetzt das Spiel nicht. Ich hoffe, euch auch nicht. Aber die meisten, die hier zugucken, denen geht es ja um die Story. Und wenn die meisten hier Wert auf die Rätsel legen, die wollen es ja dann selber spielen. Oder die haben es schon gespielt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das vollkommen legitim, wenn einer nachschlägt, wenn er nicht weiter weiß. Dafür gibt es komplett Auflösungen. Ich hätte mir auch ein Lösungsbuch gekauft, aber es gibt leider keins. Ich bin da auch richtig altmodisch. Also ich kaufe mir dann, wenn es ein Lösungsbuch gibt, meistens gibt es ein GameStar-Sonderheft, kaufe ich mir auch ein Buch, weil ich das richtig cool finde, so mit Buch zu spielen und dazu dann auch ein Buch zu haben, wenn das Spiel geil ist. Oh, guckt euch mal den Nebel an, wie geil das aussieht. Da liegt Munition. Die will ich haben. Irgendwie habe ich Angst. Ich glaube, hier passiert gleich was. Deswegen gib mir bitte die Munition.
viel Schrotkohlen haben wir eigentlich inzwischen? Und nicht so viele, wa? Oh oh. Hier geht's weiter? Ne, da muss ich mir aber nochmal umschauen, Leute. So schnell geht das nicht. Oh, mein Kopf drückt gerade voll. Oh. Blöde Headset drückt. Oh, hier ist ja auch noch was. Ein Zettel. 9. Mai, Regen, den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier, nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch. Hab kurz mit dem Arzt gesprochen. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin, schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn's mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? Ja, dann ist man nicht mehr ich selbst. Kann ich verstehen. Aber ist doch gut, dass er es merkt, dass das scheiße ist. Tolle Wurst, jetzt bin ich hier unten, aber da oben, da war da noch was auf dem fucking Dach. Aber jetzt bin ich auf der anderen Seite, oder? Ist ja wenigstens so nett, dann hab ich auf die andere Seite geschmissen. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, ja? So eine Arschmade, ja? Ach so. Gut, dann speichern wir noch mal kurz, aber ein bisschen können wir noch. Oder nee, ich warte, wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen. Also jedenfalls zu Laura? Wollen wir zu Laura? Das ist doch eine Tür. Warum kann... Hä? Ich kann hier nicht durch. Obwohl es mir als Tür angezeigt wird. Aber ich kann auch rumlaufen. Also von daher. Alter, eine Gummizelle. Will ich da rein? Boah, ist das gruselig, sowas. Da schauert's mir. Aber ich find's gut, ich find's gut. Wie gesagt, ich mag Krankenhäuser und Irrenanstalt ist in der Verbindung mit Horror ist richtig cool. Finde ich, ist richtig coole Atmosphäre, da nicht die Tür zu machen. Also ich mag irgendwie Krankenhäuser in Horrorspielen oder Irrenanstalten in Horrorspielen oder am Film. Ich finde, das ist eine coole Atmosphäre einfach. Singende Kinder sind auch sehr gruselig. Auf jeden Fall im Krankenhaus.
you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back, behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Ha-ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! Dreams, bark face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura! Ein reizendes Kind, aber ich mag's nicht. Jetzt wird's lustig. Ah, ah, fuck you! Nein, ja. Thank you.
mal die Knarre weg. Oh. Oh. Alter! Okay, das erste Mal gefailt. Gut, wir machen Überlänge, der liegt heute noch. Versuch den mal mit dem Loch fertig zu machen. Ich glaube, das bringt nichts. Aber man muss es ja mal versuchen. Ich glaube, das muss offen sein. Na komm. Mann, ich weich doch aus.
James. James. Boah, Alter, der war gar nicht so einfach. Boah, bin sowas von leer geballert. So, speichern wäre jetzt richtig geil. Patient 3141, Kennzeichen 298,9, Zimmer, Symptome, Hyperfokus, derzeitige Diagnose, gute Heilchancen, Empfehlung, schrecken Sie vor nichts zurück. Ich glaube, ich sehe doch da was Rotes. Ich sehe doch da was Rotes. Ja, Leute, bitte lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Xian.